Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Zucker und Salz. Heute gibt es diesen sehr einfachen, aber mega leckeren, saftigen, luftigen und zarten Rhabarberkuchen. Viel Spaß beim Schauen und Nachbacken und vergiss nicht, den Abo-Button zu drücken. Für den Kuchen brauchen wir folgende Zutaten: 200 Gramm Mehl, 2-3 Stangen Rhabarber, um die 300 Gramm, 1 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, da sind 8 Gramm, 3 Eier, 2 Esslöffel fein gemahlene Haferflocken, 2 Esslöffel Naturjoghurt und 60 Gramm Zucker. Als erstes geben wir in eine Schüssel Eier, Zucker und Vanillezucker und rühren das Ganze gut um. Dann geben wir in die Schüssel Haferflocken, 2 Esslöffel und auch 2 Esslöffel Naturjoghurt. Vermischen alle Zutaten. Als nächstes fügen wir Backpulver und Mehl hinzu. Beides muss gesiebt werden, dann wird der Kuchen viel mehr luftiger. Und nochmal gut umrühren. Rhabarber habe ich gewaschen und geschält und jetzt schneide ich ihn in 1-2 cm große Stücke. Rhabarberstückchen fügen wir dem Teig zu. Und noch einmal gut, aber vorsichtig vermengen. Die entstandene Masse geben wir jetzt in eine Backform, die ich vorher eingefettet habe. Meine Form ist 24 cm Durchmesser. Kommt mein Kuchen in den vorgeheizten Backofen und verbringt dort bei 175 Grad 25 bis 30 Minuten, bis er goldbraun wird. So einen schönen Kuchen habe ich gerade eben aus dem Backofen herausgeholt. Noch ist er heiß, deshalb lasse ich ihn noch kurz abkühlen, bevor ich ihn aus der Form rausnehme. Wenn er abgekühlt ist, kommt oben drüber noch Puderzucker. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Eure Likes und Kommentare würden uns freuen.